Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habe ich einen Superhelden unter den Elektroautos für euch, nämlich den MG Marvel Air in der Luxury-Ausstattung. Ja, Luxury, was bedeutet das? Das finden wir heute raus. Da ist nämlich unglaublich viel drin hier in dieser quasi Serienausstattung zu einem Preis. Da zieht es euch die Schuhe aus, dazu kommen wir nachher. Und ja, Superheld, ich meine, ihr seht es an der Folierung, die Besitzer von diesem Auto, das ist nämlich ein Auto, was ich von zwei Abonnenten geliehen bekommen habe, Sascha und Ben, herzlichen Dank an euch. Die sehen das so ein bisschen genauso, haben den Wagen entsprechend foliert, finde ich irgendwie mega geil. Ich meine, ich bin ja Marvel-Fan, mein Tesla Model S heißt ja auch Black Panther. Ja, und heute fahre ich mit dem Wagen auf meiner Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. Schauen wir mal, was er auf der Autobahn kann, wie hoch der Verbrauch so im Durchschnitt ist, wie hoch die Reichweite ist. Und ich zeige euch, was alles in diesem Wagen steckt. Denn das ist wirklich unglaublich, was die hier verbaut haben. Ja, also ich finde den Wagen mega cool, aber es gibt natürlich auch so ein paar Nachteile. Und die erzähle ich euch natürlich auch. Hier wird schonungslos aufgeklärt. Wird ein spannendes Video, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, MG ist ja eine chinesische Marke inzwischen, das wisst ihr wahrscheinlich ja alle. Und die haben jetzt hier mit dem Marvel Air wieder so ein Kompakt-SUV auf den Markt gebracht. Den gibt es ja schon ein bisschen länger. Der verspricht aber so einiges, denn der kommt in der Luxury-Variante, was im Prinzip momentan die Standardausstattung ist. Es gab mal eine Standardversion, die gibt es aber momentan nicht mehr im Konfigurator. Es gibt zurzeit nur noch die Luxury-Variante und eine Performance-Variante. Ja, aber ganz ehrlich, diese Luxury-Variante als Basiskonfiguration hat im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Also es ist unglaublich, was der für eine Ausstattung hat. Und ja, das zu einem Preis, da schlackern einem die Ohren. Denn so wie der Wagen hier steht, quasi in der Vollausstattung, was das ist, das zeige ich euch nachher noch alles. Zumindest versuche ich das. Die Liste wird nämlich verdammt lang. Kostet der Wagen nach Abzug der Förderung ganze 36.000 Euro. Ja, und das ist im Prinzip eine Kampfansage an alle anderen etablierten Hersteller, die sowas hier mit der Ausstattung zu so einem Preis niemals auf die Straße bekommen. Und die Frage ist jetzt, ist das vielleicht der Preis-Leistungssieger aller Elektroautos bisher auf dem Markt? Das möchte ich heute auch mal rausfinden, nicht nur den Verbrauch. Und dazu gucken wir uns den Wagen mal genauer an. Was hat er für eine Ausstattung und taugt das was, was da drin ist? Ja, der Marvel in der Luxury-Version hat Hinterradantrieb. Er hat sogar zwei Motoren, die laufen aber nicht permanent gleichzeitig, sondern werden intelligent zugeschaltet. Jetzt fragt man sich, was ist unter dieser riesigen Motorhaube? Da wollen wir mal reingucken, weil ich hoffe ja immer, dass sie es vielleicht geschafft haben, einen Frunk zu verbauen. Als erstes fällt schon mal positiv auf, Haubenlifter, wunderbar. Und hier ist alles mega aufgeräumt. Also man sieht im Prinzip gar nichts, alles voll verkleidet, aber eine riesige Klappe. Und das lässt ja hoffen. Machen wir die mal auf. Boah. Die hat auch einen Haubenlifter. Unfassbar, ein Haubenlifter unter einem Haubenlifter. Wo gibt es sowas schon? Und hier drunter ist ein 150 Liter großer Frunk. Also hier passt locker eine Reisetasche rein. Das ist ja im Prinzip fast Model 3 Niveau. Also hallo, Daumen hoch, MG. Einer der wenigen Fahrzeuge, die vorne wirklich einen nennenswerten Frunk haben, wo eben nicht nur ein Ladekabel reinpasst, sondern auch ein bisschen Stauraum. Ja, und den braucht man auch, weil obwohl es ja ein SUV ist, ist der Kofferraum doch ein bisschen enttäuschend. Ja, gucken wir uns mal den Kofferraum an. Also einerseits kann man den per Kick öffnen. Natürlich geht es auch von Hand hier mit einem Druckknopf. Die Besitzer haben einen Hund. Hundetest kommt bei mir auch gleich. Deswegen ist hier so eine schöne Starliner-Matte von Kleinmetall drin. Habe ich übrigens auch, kann ich euch sehr empfehlen. Ja, Kofferraum. Wir haben hier tatsächlich nur 357 Liter. Das ist jetzt nicht gerade viel für so ein großes Auto. Hier unten drunter, da ist auch noch ein Fach. Ich mache das mal ein bisschen hoch hier. Da ist aber wirklich nicht viel. Da passt vielleicht gerade mal das Notladekabel rein. Vielleicht irgendwie ein Warndreieck oder Warnwesten bzw. Verbandskasten. Das war's dann schon. Aber man kann die Sitze natürlich umklappen, asymmetrisch. Dann habe ich 1380 Liter, glaube ich, sind es. Und der Ladeboden ist relativ eben. Das heißt, das ist dann natürlich ein bisschen mehr. Also ihr seht, 357 hatte ich gesagt oder 67 Liter Kofferraum. 357 waren es, glaube ich. Plus 150 Liter vorne, immerhin als kleines Trostpflaster. Aber wir haben eine Dachreling. Da kann man ja noch eine Dachbox drauf bauen. Und jetzt gucken wir mal, ob hier Meiler reinpasst.
So, Myla, jetzt musst du da mal rein. So. Ja, Myla passt hier rein. Kopf ragt ein bisschen hier drüber. Mal sehen, ob das passt. Von der Schulterhöhe her. Klappe zu. Ja, sieht gut aus. Ist wahrscheinlich nicht sehr üppig. Gucken wir mal von innen. Ja, Kopffreiheit ist mir nicht wirklich gegeben. Hallo, aber der Platz geht. Also so ein Goldie hat zumindest von der Fläche her Platz. Kopffreiheit nicht so. Also stehen nicht wirklich. Sitzen oder liegen ist angesagt. So, und jetzt befreien wir dich mal. So, Myla, kommst du raus? Das ist hoch, ne? Uiuiuiui, und weg mit dir! Ich glaube, da vorne war eine Katze. So, dann wollen wir mal sehen, wie es hier hinten aussieht. Also man sitzt hier auf diesen Echtledersitzen total bequem und der Sitz ist auf mich eingestellt. 1,82 bin ich groß und ich sitze hier hinten hinter mir selbst sehr bequem. Ich habe noch Beinfreiheit, zwar nicht üppig, würde man sagen so 2-3 cm, aber die Füße passen wunderbar hier in die Fußgarage. Und dadurch, dass ich keinen Mitteltunnel habe, kann ich mich auch so ein bisschen so flätzen. Also bequem reisen als großer Mensch mit 4 Personen, 4 Erwachsenen hier im MG Marvel. Überhaupt kein Problem. Kopffreiheit, würde man sagen, auch 4-5 cm. Durch das Glaspanorama-Schiebedach ist das hier auch wunderbar hell. Ich habe hier auch sogar eine Jalousie, die ich zufahren kann. Das ist richtig geil. So, jetzt sitzen wir also drin im MG Marvel Air. Ja, und das Wort Luxury, ich finde, das wird dem, was man hier so sieht, extrem gerecht. Also wir haben hier erstmal diese schwarzen Ledersitze mit weißen Ziernähten und diesen ja, durchlöcherten Sitzen, weil es sind nämlich auch belüftete Sitze. Wir haben nicht nur Sitzheizung, sondern wir haben belüftete Sitze. Und wir haben hier überall aufgeschäumte Materialien, so Lederimitation mit weißen Ziernähten. Wir haben hier gebürstete Alu-Optik. Überall weich, erst unterhalb des Türgriffs, da wird es Hartplastik, aber das ganze Armaturenbrett sieht extrem hochwertig aus. Das Lenkrad mit echten, haptischen, vernünftigen Tasten, die so ein bisschen so aussehen wie in meinem letzten Mercedes. Möglicherweise ist es komplett kopiert. Wir haben hier einen WLAN-Hotspot im Auto. Ja, das muss man sich mal vorstellen. MG spendiert den Insassen hier quasi gratis WLAN. Jetzt fragt man sich, aber wie viel Datenvolumen habe ich? Ja, da muss man erstmal so ein bisschen suchen, bis man dahinter kommt. Es gibt nämlich insgesamt nur ungefähr 1 GB pro Monat Datenvolumen, was man zur Verfügung hat. Und MG sagt, sie sind da ein bisschen kulant, also sie schalten die Leitung nicht sofort ab, wenn es ein bisschen mehr ist. Also 30% Überschreitung wäre so nicht das Problem. Aber allein schon, dass man das hat, ist genial. Wir haben natürlich eine 360-Grad-Kamera, die mega cool ist übrigens. Allerdings muss ich irgendwie feststellen, wenn ich die Kamera aktiviere, man kann sogar das Auto transparent darstellen lassen, also das habe ich ja noch nirgendwo gesehen. Es ist ja so mal mega abgefahren. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ich habe festgestellt, bei dieser Kamera, die hat eine kleine Latenz. Also das, was man da sieht, ist nicht wirklich das, was in dieser Millisekunde beim Auto passiert. Also es ist irgendwie so 10, 20 oder auch 30 Millisekunden Versatz, habe ich festgestellt. Sitzheizung kann man einstellen in 3 Stufen. Man kann sogar gleichzeitig die Sitzbelüftung einstellen in 3 Stufen. Also heizen und lüften gleichzeitig. Oh, man merkt sofort, wie es lüftet. Ach, das, also Sitzbelüftung ist so ein Ding, wenn man das einmal hatte, glaube ich, das ist so geil. Gerade im Sommer jetzt bei diesen Temperaturen. Ja, echt cool. Aber man kann es gleichzeitig einschalten. Ist auch irgendwie merkwürdig.
Ja, und was ist hier alles Serie? Man glaubt es wirklich nicht. Also neben dem WLAN-Hotspot, den ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir hier einen Innenraum-Luftfilter. Man hat hier im Prinzip eine Erkennung der Außenluftqualität, sodass quasi das, was hier in den Innenraum gelassen wird, entsprechend gesteuert wird und gefiltert wird. Das haben sonst auch nur Premium-Fahrzeuge, natürlich oft auch eben nur gegen Aufpreis. Wir haben hier ein Panoramaglas-Schiebedach, alles Serie. Wie gesagt, die Ledersitze, alles Serie. Wir haben hier natürlich einen adaptiven Tempomat, natürlich einen aktiven Spurhalteassistent, natürlich Kollisionswarner, natürlich Notbremsassistent, natürlich Spurwechselassistent, natürlich Totwinkelwarner, Müdigkeitswarner etc. Egal, denkt es euch aus. Es ist alles vorhanden, unglaublich. Und das Coolste ist, wenn ich den Wagen einschalte mit dem Start-Stopp-Knopf, ja, er hat ihn, den Start-Stopp-Knopf, dann begrüßt mich der Wagen mit Moin. Das hatte ich ja so noch bei keinem einzigen Auto. Das finde ich jetzt zum Beispiel richtig cool. Ja, aber neben der ganzen Vollausstattung gibt es natürlich eben auch Sachen hier, die einfach nicht so gut sind, ne? Wo man sagen muss, das ist richtig, richtig schlecht, beziehungsweise zumindest verbesserungswürdig. Also zum einen, wie gesagt, das ganze Infotainment-System vom Aufbau her grundsolide, super zu bedienen. Es ist aber so träge, dass man manchmal einfach doppelt oder dreifach draufdrücken muss und zu lange wartet. Dann hat man eben auch Sachen, die nicht richtig funktionieren, die eben auch wirklich komplett buggy sind. Die Navigation funktioniert gut. Was ich auch super finde, ist die Kartendarstellung. Die gefällt mir richtig gut. Super schön ablesbar. Ist auch natürlich durch die Größe allein schon richtig cool. Auch das Einstellen der Navigation macht richtig Spaß. Ich habe aber keine Ladeplanung. Mal wieder in einem Elektroauto aus China keine Ladeplanung. Was ich habe, ist, dass ich mir so eine Art Reichweitenkreis anzeigen lassen kann. Da ist sie. Das wäre jetzt meine Reichweite mit 81%. Und jetzt ist die Frage, wo muss ich laden? Zum Beispiel, wenn ich mir Ladestationen anzeigen lassen möchte. Da gibt es hier eine Taste, da ist eine Ladesäule drauf abgebildet. Wenn ich da drauf drücke, dann werden mir Ladestationen angezeigt. Eigentlich. Ja, das Problem ist, man sieht sie hier nicht. Man muss da schon reinscrollen, weil sie befinden sich im Prinzip nur in meinem näheren Umkreis. Ja, welchen Sinn macht das? Also natürlich, klar, wenn ich bei 10-20% bin und jetzt gerade da, wo ich bin, eine Ladestation suche, dann macht diese Funktion möglicherweise Sinn. Aber für eine Planung der Reise über das Navi, wenn ich halt schon nicht mal eine automatische Ladeplanung habe, ist das natürlich völlig ungeeignet. Das heißt, ich kann mit diesem Navigationssystem im Prinzip gar keine Ladestopps auf längeren Strecken einplanen. Ich muss das manuell machen, indem ich über eine App im Handy oder so mir Ladesäulen aussuche und die Adresse hier ins Navi eingebe, um dahin zu navigieren. Das, finde ich, ist so eine Sache, wo ich sage, ey Leute, wir sind im Jahr 2022 und wollen Elektromobilität irgendwie nach vorne bringen. Das geht so gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Was ich aber ansonsten wirklich sehr gelungen finde, ist eben die Reduzierung der gesamten Bedienung auf dieses Touchscreen-Display, weil ich mag sowas. Ich kann vieles auch über das Lenkrad bedienen. Das heißt, wenn ich Knöpfe brauche, habe ich sie hier am Lenkrad. Echte Knöpfe, keine Folien, sehr, sehr gut. Ich habe hier drei Fahrmodi, Eco, Sport und Normal. Ich hätte auch noch einen Snow-Mode, also Winter-Mode, wahrscheinlich um die Traktion zu begrenzen. Und ich habe hier eine Taste, die ich im Prinzip als Move Electric Taste bezeichnen würde, denn die heißt Regen. Also ich kann hier Regen an- und ausstellen. Das ist natürlich Quatsch. Das heißt natürlich Regen, Regenerating Energy. Das ist sozusagen die Rekuperation. Ja, ich kann in drei Stufen die Rekuperation regeln. Leider Gottes sind die Stufen aber doch relativ schwachbrüstig, dass eigentlich One-Pedal-Driving auch gar nicht möglich ist. Schade. Ja, und wenn ihr euch für ein Elektroauto wie den MG Marvel interessiert, es aber nicht gleich kaufen möchtet, sondern einfach mal für eine längere Zeit fahren wollt, dann wäre ja vielleicht InstaDrive was für euch. Das InstaDrive Easing bietet euch E-Autos im Langzeitabo. Einfach Auto aussuchen, konfigurieren und im Abo bestellen. Rundum Sorglospaket, da ist alles schon drin, Versicherung, Service, Winterreifen etc. pp. Und wenn ihr euch für die THG-Quote interessiert, bei InstaDrive bekommt ihr bis zu 400 Euro für euer E-Auto. Schaut doch mal rein. Die Links sind in der Videobeschreibung. Ja, soweit so gut. Jetzt fahren wir mal los auf unsere Reichweitenstrecke. 130 Kilometer nach Bremerhaven und zurück. Und ja, wir haben jetzt noch 80% im Akku. Angezeigte Reichweite ist 290 Kilometer. Trips sind alle genullt. Dann wollen wir mal loslegen. Auf geht's!
Und trotz der Länge von 4 Meter, fast 70, ist der Wendekreis hier echt klein. Ich komme hier ohne Probleme aus der Ausfahrt, ohne zu kurbeln. Das ist richtig cool. Schon auf den ersten Metern merkt man sofort, dass der MG Marvel hier voll auf Komfort ausgelegt ist vom Fahrwerk her. Also Gullideckel, Bodenwellen, Kopfsteinpflaster, das schluckt der alles wie auf einer Sänfte. Man hört natürlich, dass man rüberfährt, aber hier dringt kaum was davon in den Innenraum. Ja, und so ein Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort, das wäre ja wahrscheinlich das Optimum. So ist es für mich so ein bisschen zu schiffig. Also man wankt hier schon so ein bisschen rum, muss ich sagen, obwohl ja die Bodenwellen kaum durchdringen. Aber das Ganze ist ja irgendwie ein wenig wie auf so einem Luxusdampfer. Ja, wie gesagt, mit der Move Electric Taste, also hier Regen, Regen, da kann man die Rekuperationsstufe einstellen. Ich stelle mal auf Stufe 3, also höchste Stufe. Und wenn ich jetzt Gas wegnehme, ja, ganz, ganz schwach eigentlich. Also da wünsche ich mir viel mehr. Er kommt auch nicht zum Stillstand, sondern das ist ganz bisschen, dass er rekuperiert. Das ist irgendwie nicht so schön. Das verstehe ich nicht, warum sie da nicht, wenn sie schon 3 Stufen anbieten, warum sie die dritte Stufe dann nicht wenigstens ein bisschen mehr, warum sie der nicht ein bisschen mehr Power geben. Ah, und heute ist so ein Wetter für die Sitzbelüftung. Die habe ich jetzt gerade mal eingestellt und oh, ich kann euch sagen, das ist vielleicht angenehm. Wir haben es jetzt 22 Grad, also eigentlich ganz gutes Sommerwetter. Die Hitzewelle ist gerade vorbei. War sogar ein bisschen Regen heute Abend, aber jetzt gerade ist trocken, obwohl ich eine Regentaste habe. Vielleicht probiere ich das doch nochmal aus. Spaß beiseite, jetzt fahren wir auf die Autobahn, dann geht's los nach Bremerhaven, 130 Kilometer. Ich bin mega gespannt, wie sich der Marvel hier schlägt. SUV ist ja nun nicht bekannt für Effizienz. Ja, bin gespannt, wie es läuft. Ja, hier 120 auf der Autobahn. Ne? Man hört hier so gut wie gar nichts. Die Geräuschentwicklung ist wirklich ganz, ganz gering. Auch Windgeräusche. Wir haben jetzt Wind von schräg vorne. Ein bisschen was hört man an Verwirbelung hier von der Motorhaube. Aber wirklich nur ein bisschen. Das ist richtig leise hier. Mega cool. Auch die Assistenzsysteme. Ich habe jetzt gerade den Tempomat angeschmissen. Hier adaptiver Tempomat und natürlich Spurhalteassistent. Funktioniert super. Kann ich nicht anders sagen. Man muss diesen unteren Hebel zweimal zu sich ziehen. Das ist wie beim Model S, beim Tesla. Das haben sie sich da wohl abgeguckt. Auch diese grafische Darstellung hier im Instrumentendisplay ist dann mit der Fahrbahn, wo einem quasi die Autos entgegenkommen. Das ist richtig schön. Ja, und auch der Spurwechselassistent, richtig cool. Man blinkt und tippt leicht das Lenkrad an, dann zieht er rüber. Das haben sie echt gut gelöst, da springt nichts raus, der Spurhalteassistent bleibt einfach drin, übernimmt dann wieder. Ja, so muss es sein. Ja, jetzt kommt auch schon die Lenkradwarnung, also der MG, der Marvel ist hier nicht dafür geeignet, das Lenkrad loszulassen. Man muss wirklich immer die Hand drauf halten, weil er schon spätestens nach 10 Sekunden anspringt und einen darauf auffordert, hier das Lenkrad anzufassen. Ist auch manchmal so, dass wenn man das Lenkrad anfasst, die Warnung trotzdem kommt. Dann muss man so ein bisschen rütteln am Lenkrad. Also das ist richtig schade. Aber wie gesagt, loslassen ist eher nicht so angesagt hier. Ja, da kommen wir auch schon zum ersten Negativen, was mir hier aufgefallen ist beim Spurhalteassistenten. Jetzt, wo wir ein bisschen Seitenwind kriegen, da merke ich, dass der Spurhalteassistent doch zu überkorrigiert an einigen Stellen, sodass er sich manchmal richtig aufschaukelt und er pendelt dann ganz schnell von links nach rechts, also minimal. Und man wird richtig so ein bisschen hin und her geworfen und muss dann also unbedingt das Lenkrad festhalten, sonst kriegt er sich irgendwie nicht wieder ein. Also das ist schon richtig übel. Das ist mir jetzt so 2-3 Mal passiert schon, obwohl wir erst ganz kurz unterwegs sind. Einige Böen hier von der Seite sind gekommen und da kam der Spurhalteassistent irgendwie so gar nicht mit klar. So, ab jetzt ist aufgehoben, jetzt heißt es 130 km/h, Tempomat einstellen und los geht's. Ja, vielleicht habt ihr ja den letzten Test von meinem MG ZS EV gesehen, wo ich im Winter die Akkuheizung angestellt hatte
und mich über den hohen Verbrauch gewundert habe. Die habe ich hier natürlich ausgeschaltet. Aber dass es sie gibt, ist überhaupt ein ziemlich cooles Feature, weil durch die Akkuheizung, da kann man natürlich dafür sorgen, dass der Akku in einem optimalen Temperaturbereich ist, bevor man an Schnelllader fährt. Und man braucht immer so 30 bis 40 Minuten, bis der Akku auf die Temperatur zwischen 16 und 25 Grad ungefähr aufgeheizt ist, wenn es denn kalt ist, also haben wir 0 Grad oder 5 Grad draußen. Und dann lädt der Marvel hier mit einer Geschwindigkeit am Schnelllader bis zu 94 kW. Das ist jetzt nicht Rekord, sage ich mal, aber ist auch nicht ganz Grotte. Ich denke mal, sowas lässt sich eventuell auch über ein Software-Update vielleicht noch erhöhen. Mal gucken. Auf jeden Fall heißt es, dass der Marvel hier von 10-80% in ungefähr 35 Minuten auch wieder voll ist. Das entspricht ja im Prinzip dem gefühlten Standard bei fast allen Autos. Ja, und die Reichweite, wie gesagt, angegeben mit 402 Kilometer nach WLTP. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir das heute so rausfinden. Zumindest im Moment nach, was haben wir denn, 25 Kilometern sind wir bei 23,8 Kilowattstunden. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass er hier fast alle möglichen Assistenzsysteme hat und das ist manchmal auch ein bisschen nervig. Also zum Beispiel ganz oft, wenn ich die Spur wechsle, dann piept der und sagt mir irgendwas von, wahrscheinlich schlecht übersetzt, dass die Spur nach rechts geht oder nach links, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich in einer Kurve bin und dann die Spur wechsle. Und wenn ich zu langsam bin, wie jetzt zum Beispiel, ja, jetzt piept er wieder, Vorsicht, Spur neigt sich nach links, sagt er. Ja, was neigt sich denn hier nach links? Ich bin doch nicht auf einer Schräge. Keine Ahnung, was er damit meint. Es ist sehr oft beim Spurwechsel. Das ist ein bisschen nervig. Und ich hatte es auch schon ein oder zwei Mal, wenn ich irgendwie wohl zu langsam die Spur gewechselt habe oder wenn ich vergessen habe zu blinken, keine Ahnung, jetzt hat er wieder gesagt, Spur neigt sich nach rechts, dann schubst er mich doch tatsächlich wieder, oder er versucht es zumindest vom Lenkrad her, schubst er mich wieder auf die Spur, obwohl ich ja gerade eigentlich die Spur wechseln wollte. Das ist ein bisschen überambitioniert. Ja, diese Luxury-Variante, die hat 182 kW, das sind so rund 180 PS. Und vom Drehmoment her sind es 410 Newtonmeter. Das sorgt für einen Durchzug in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Das ist im Prinzip ganz okay. Jetzt habe ich ja im Normalmodus, da fühlt es sich doch deutlich weniger an. Im Sportmodus ist es schon besser. Aber nichtsdestotrotz, es sind ja zwei Motoren hinten. Der eine läuft im Prinzip permanent, das ist auch ein permanenter Synchronmotor, permanent erregter Synchronmotor. Und der zweite Motor wird im Prinzip zugeschaltet, wenn ich Leistung anfordere, also quasi einen Kickdown mache oder das Strompedal durchtrete oder ab einer bestimmten Geschwindigkeit, also so ab 100 km/h zum Beispiel. Und sie sagen, das soll die Effizienz steigern. Ja, ja, so viel kann man ja sagen. Aber die Frage ist, was verbraucht er dann wirklich? Ne? Und wenn ich jetzt sehe, ich habe 24,3 Kilowattstunden nach 35 Kilometern, so rum, dann ist das nicht gerade wenig. Er ist natürlich ein SUV, hat eine hohe Stirnfläche. Aber ich habe schon gehofft, dass es ein bisschen weniger ist. Ne? Wir haben jetzt ja auch eigentlich gutes Wetter. Klar, ein bisschen Gegenwind. Aber nun ja, gibt Autos auch als SUV, die verbrauchen doch deutlich weniger. Ja, übrigens, Fun Fact am Rande, Reifentemperatur, vorne 34 Grad, hinten 30 Grad. Nicht, dass es wichtig wäre, aber hier habe ich eine Anzeige dafür und ich habe noch nie die Reifentemperatur gewusst, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Ja, Mensch, Premiere fast. Wir sind nicht an der Ampel gestoppt worden, sondern konnten so durchfahren. Wahnsinn. Wir haben jetzt 64 Kilometer geschafft, Durchschnittsverbrauch 24,5. Und jetzt haben wir die Wende gemacht, in eins durch, ohne anzuhalten. Und es geht wieder zurück auf die Strecke, nochmal 64 Kilometer zurück nach Bremen. Bin mal gespannt, ob der Verbrauch jetzt ein bisschen sinkt, weil wir Rückenwind haben. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Rückfahrt, denn das Fahren hier mit dem Auto macht richtig Spaß. Er ist auch mega übersichtlich, finde ich. Und durch die Assistenzsysteme, ja, sie haben ein paar Schwächen, aber da fährt sich das Ganze total angenehm. So, Rückfahrt.
Und da habe ich doch gleich noch einen Kritikpunkt, der mir jetzt mittlerweile aufgefallen ist. Die Sitze sind zwar wunderschön breit, sind auch aus echtem Leder, aber ich bin ja nicht so breit, ich bin ja so ein Schmaler und da fehlt mir so ein bisschen der Seitenhalt. Kann man jetzt auch nicht einstellen. Man kann die Sitze zwar elektronisch verstellen mit Motoren in allen möglichen Richtungen, aber zum Beispiel auch nicht kippen. Also die Sitzfläche nicht irgendwie so kippen. Rauf und runter fahren, kein Problem. Aber die Sitzfläche kippen geht nicht. Geht in sonst fast allen Autos. Aber hier Fehlanzeige. Und da fehlt mir so ein bisschen die Oberschenkelauflage. Die hängen immer so ein bisschen in der Luft. Das ermüdet dann auf Dauer. Und auch für mich vom Sitzgefühl ist es nicht so angenehm. Das würde ich auch noch ein bisschen bemängeln hier. Ist echt schade. Das kann man leider auch nicht durch Software nachrüsten. Ja, und jetzt wurde hier gerade wieder von 120 auf 130 geschaltet und ich wollte den Tempomat wieder höher stellen. Und da bricht er den ACC irgendwie ab. Das ist mir auch schon zweimal passiert. Weiß ich jetzt auch nicht wieso. Kann man dann neu starten, kein Problem, dann läuft es wieder. Aber eigentlich sollte er den ja nicht abbrechen, sondern nur die Geschwindigkeit erhöhen. Komisch. Aber wie gesagt, Verkehrszeichenerkennung funktioniert hier auch reibungslos. Was er nicht macht, ist die Geschwindigkeit automatisch anzupassen. Muss man mal bestätigen. Ist aber eigentlich auch kein Problem. Solange er mir die Verkehrszeichen auch erkennt und sauber anzeigt, wie schnell ich fahren darf. Ja, wir sind jetzt 80 Kilometer gefahren und haben einen Durchschnittsverbrauch von 24,4. Wie ich gehofft habe, ist es jetzt ein bisschen weniger geworden auf der Rückfahrt, weil wir Rückenwind haben. Fahren aber weiter Tempo 130 mit Tempomat. Und jetzt kam gerade wieder die Warnung, dass ich das Lenkrad festhalten soll, obwohl ich es ja festhalte. Jetzt ist es sogar rot. Ich hoffe, er macht nicht noch eine Notbremsung, weil ich halte das Lenkrad fest. Aber er warnt mich ständig, dass ich es doch noch mal fester halten soll. Keine Ahnung, noch fester, als ich es festhalte. Das nervt auch ein bisschen. Also Assistenzsysteme sind echt manchmal ein bisschen übermotiviert hier im Marvel. Übrigens sagt MG, dass sie hier in diesem Marvel eine Batterie eingebaut haben. Lenkrad festhalten. Ja, ich halte es ja fest. Eine Batterie eingebaut haben, die bis zu 34% höhere Energiedichte hat und dadurch Gewicht spart. Das ist total spannend, weil der Wagen, der wiegt hier 1820 Kilogramm. Ja, das ist erstmal für so ein SUV gar nicht so viel, denn wenn man mal bedenkt, ein vergleichbarer Verbrenner-SUV, BMW X3 zum Beispiel, der wiegt 2 Tonnen, also 200 Kilo mehr. Oder ein vergleichbares Elektroauto von Audi, Audi Q4, der ist eigentlich sogar ein bisschen kleiner als der hier, der wiegt 400 Kilo mehr, 2,2 Tonnen, zumindest mit dieser Ausstattung. Man muss ja bedenken, das hier ist Vollausstattung. Ja, wir haben sie es hingekriegt. Faszinierende Sache, finde ich. Also 1800 Kilo ist für so ein großes Elektroauto echt nicht viel. Aber bei dem Verbrauch, den wir jetzt gerade haben, bei 93 Kilometer gefahrener Strecke, das ist nämlich 24,3 Kilowattstunden, da zeigt sich auch mal wieder, dass das Gewicht auch nicht so der Faktor ist, der den Verbrauch bestimmt, sondern das ist eher die Stirnfläche, also der Luftwiderstand und natürlich Effizienz im Antriebsstrang. Also so wie das hier ist, ist natürlich der Luftwiderstand von diesem MG Marvel relativ hoch. CW-Wert weiß ich jetzt nicht genau. Wird aber mit Sicherheit über 0,3 irgendwas liegen. 24,3, so um den Dreh rum sind wir jetzt gerade. Das ist jetzt kein Spitzenwert, es ist aber auch keine Katastrophe. Und der MG unterscheidet sich auch noch von anderen Elektroautos in diesem Segment dadurch, dass er nämlich bis zu 200 km/h Spitze fährt. Er ist also nicht irgendwie bei 160 abgeregelt, sondern ja, da kommt man hier die vollen 200 km/h. Das ist für so ein Auto absolut angemessen. Will man zwar nicht fahren, weil sonst der Akku zu schnell leer ist, aber man kann es mal eben machen. Das ist, finde ich, richtig gut. So, 120 Kilometer unterwegs, 23,8 jetzt im Durchschnitt und da vorne ist dann gleich wieder die Abfahrt, da fahren wir wieder runter, da müssen wir noch ein bisschen durch die 30er-Zone. Dann bin ich gespannt, was der Endstand ist, wenn wir wieder zu Hause angekommen sind. Ja, wir sind wieder zu Hause nach 128,5 Kilometer mit einem Durchschnittsverbrauch von 23,2 Kilowattstunden. Ja, das ist natürlich nur der Durchschnitt auf die Vergleichsstrecke. Das war jetzt ja nicht 100% Autobahn. Wir sind auch ein bisschen durch die Stadt gefahren. Also ich würde mal sagen, 5% der Strecke war Stadtverkehr oder Tempo-30-Zone.
Aber 23,2, das ist kein schlechter Wert, es ist kein Spitzenwert, es ist gutes Mittelfeld. Und gerade für so ein großes Auto im Vergleich finde ich das völlig okay. Und jetzt muss man sich mal überlegen, ja, was bekomme ich denn eigentlich für den Gegenwert von 36.000 Euro? Ne? Das, was hier dieses Paket bietet, das ist schon fast unschlagbar, würde ich sagen. Jetzt muss er nur noch mal zeigen, was er eigentlich an der Ladesäule kann. Weil 11 kW AC, ja, das kann ja so gut wie jeder. Ja, Schnellladen mit DC ist die Frage. Wir haben jetzt nämlich noch 33% im Akku und eine Restreichweite von 95 Kilometer. Gestartet sind wir ja so rund mit 290. Das heißt, wir haben auf den 130 Kilometer knapp 200 Kilometer Reichweite verloren, also deutlich mehr als wir gefahren sind. Ja, diese Reichweitenanzeige hier, die ist nicht besonders genau, wird also nicht besonders genau berechnet. Das muss man wissen. Aber jetzt fahren wir nochmal an Schnelllader. Bis wir da sind, hat der Akku wahrscheinlich nur noch 10%. Das ist ideal, um eine Ladekurve aufzunehmen. Ich bin gespannt. Er soll bis 94 kW gehen können. Warm genug sollte der Akku sein. Also los geht's. Ja, wir sind mit 12% angekommen hier beim Lader und der Bordcomputer hat mir allerdings gesagt, es sind 14%, zumindest bevor wir den Wagen abgestellt haben. Beim Anschließen an die Ladestation waren es plötzlich 12%. Das heißt, da gibt es eine gewisse Abweichung. So genau scheint die Prozentanzeige nicht zu sein. Möglicherweise weiß das auch MG, denn sie warnen schon relativ früh. Bei 24% ging schon die Warnung hier an im Display, dass ich doch möglichst bald mal laden soll, weil der Akkustand sehr niedrig ist. Und dann bei 20%, dann wurde mir hier quasi auch akustisch von der Stimme aus dem Navi dringendst empfohlen, doch möglichst umgehend, quasi war das die Wortwahl, möglichst umgehend eine Ladestation aufzusuchen. Bei 20% halte ich das für ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht waren es ja gar nicht mehr 20%. Wer weiß das schon. Also hört lieber auf die Stimme im Navi und nicht unbedingt auf die Prozentanzeige, zumindest beim aktuellen Softwarestand. Ja, die Ladeleistung haben wir gesehen in der Spitze bis 93 kW. 1 kW unter den versprochenen 94, ja, da pfeife ich drauf, aber immerhin. Ist jetzt kein Spitzenwert, aber auch nicht wirklich grottenschlecht. Überhaupt hat dieser Wagen so viel Stärken, das ist schon richtig klasse. Also allein schon diese ganze Ausstattung, die wahnsinnig vielen Assistenzsysteme. Unglaublich, was in diesem Wagen alles steckt und für diesen Preis. Da verzeiht man dann eben auch so ein paar Schwächen und Schwächen hat er natürlich auch jede Menge. Aber es ist natürlich auch nur Software und hier ist noch die Jungfernsoftware drauf. Aktuellere gibt es im Moment noch nicht, aber MG hat schon angekündigt, demnächst da was zu machen und ein Software-Update einzuspielen und das kann man immerhin over the air. Also da darf man hoffen, dass das hier alles abgestellt wird. Ja, hardware-seitig habe ich hier sehr wenig zu kritisieren. Also die gesamte Verarbeitung ist tippitoppi. Das sieht hier extrem hochwertig aus. Es ist alles Plastik, aber es sieht hochwertig aus. Sitze sind Leder, sehen auch hochwertig aus, haben eine Sitzbelüftung. Ein Traum, sage ich euch. Panorama-Glasschiebedach, ist das geil. Das möchte ich eigentlich in jedem Auto haben. Auch mit diesem Rollo, was man elektrisch zufahren kann. Das braucht man doch, sonst brennt einem die Sonne auf den Schädel. Hier super gelöst, alles vorhanden. Also Fazit, fahrt den Probe, den Marvel Air. Ich finde ihn richtig geil und ich kann ihn euch nur ans Herz legen, gerade wenn ihr so ein Kompakt-SUV sucht und nicht zu viel Geld habt. Klar, 36 ist auch noch eine stattliche Summe, aber alles andere ist ja viel, viel teurer. Und dafür bekommt ihr ein richtig grundsolides Elektroauto mit guten Werten, nicht Spitzenwerten, aber wirklich guten, grundsoliden Werten.
Ja, der Wagen hat mir sehr gut gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns ja vielleicht beim nächsten Video. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao. Oh Leute, einen habe ich noch, von wegen Kinderkrankheiten. Ich habe gerade noch für das Video-Thumbnail, muss ja auch mal sein, mich nochmal an eine andere ENBW-Ladesäule gestellt. Nur den CCS-Stecker reingesteckt, das Foto gemacht, wieder rausgezogen, ohne zu laden. Wollte dann wieder wegfahren. Eieiei, dann zeigte der MG hier plötzlich Motorstörung an. Hochvolt-Batterie wäre getrennt, Power-Off, also das ganze Programm. Displays liefen noch, ich konnte den Wagen aber auch gar nicht mehr ausschalten, also es war völlig durcheinander, nichts ging mehr. Ja, ich kam nicht mehr weg. Ich war im Prinzip kurz davor, mich abschleppen zu lassen, bis ich auf die Idee kam, okay, CCS-Stecker rein und raus ohne zu laden, vielleicht hat ihn das irgendwie irritiert. Habe ich also nochmal reingesteckt, die Ladung diesmal gestartet, dann auch wieder beendet. Ja, und siehe da, Fehler weg, Wagen läuft wieder. Also, falls euch das mal passieren sollte, CCS-Stecker rein und raus ohne zu laden, böse Sache. Momentan bei der aktuellen Software scheint ihn das irgendwie zu verwirren. Ja, ich habe es dem Service gemeldet, also bei MG, die wissen Bescheid. Ob sie das irgendwie beheben, wird man sehen. Auf jeden Fall Schwitzomat, sage ich euch. Ja, das war also mein Video zum MG Marvel Air und jetzt muss ich wieder los, die Welt retten. Oh Scheiße.